Promi-Geflüster wieder mit einer brandneuen Folge. Und ja, wer die letzte Folge gesehen hat mit Lou, der weiß, um was es geht, nämlich das Theaterstück oder die Aufführung Liebe, Lust und Hexenschuss. Und natürlich gibt's die Lou als weiblichen Part und natürlich an ihrer Seite, sie hat es ja schon angekündigt, den Gedeon Burkhardt. Ihn konnte sie gewinnen, um sozusagen das Ehepaar komplett zu machen. Ich sage erstmal Hallo und herzlich willkommen. Grüße dich, Gedeon. Hallo. Ja, also vorstellen, ich weiß jetzt nicht, muss man dich jetzt, glaube ich, nicht wirklich den Zuschauern oder ich hoffe den Zuschauern, bist du wirklich noch bekannt als der Kommissar an der Seite des Schäferhundes, Kommissar Rex. Da hat man dich sozusagen nach dem Tobias Moretti gesehen und natürlich auch in Alarm für Cobra 11 und viele, viele, viele weitere Rollen. Sogar bis nach USA hat es, glaube ich, für dich gereicht. Ja, also in einem amerikanischen Kinofilm, Inglourious Basterds von Quentin Tarantino, aber gedreht wurde der ja hauptsächlich hier in Berlin. Ja, aber immerhin sozusagen, ja, weltweit bekannt sozusagen, ne? Das kann man so sagen, ja. Richtig. Ja, und jetzt dann eben mit Lou auf Tour. Wie ging es denn da für dich wie kamst du dazu? Lou hat mir vorhin erzählt, sie hat dich da mehrmals versucht mal anzurufen und hat sich nie so ganz getraut. Wie war es für dich, als auf einmal Lou am Telefon war und dich überreden wollte für das Theaterstück? Ja, also soweit ich mich erinnere, passierte das dann doch über den Veranstalter und nicht direkt zwischen Lou und mir, sondern der Verantwortliche für diese Tournee, der hat mich dann schriftlich kontaktiert und dann habe ich diese E-Mail mit großem Interesse durchgelesen, mich zurückgemeldet und dann haben wir uns ein bisschen besprochen und dann wurde der Kontakt hergestellt mit Lou und nach kürzester Zeit fand ich das eine sehr interessante und vor allem lustige Idee. Dann habe ich natürlich als erstes mal das Stück gelesen, was Lou da verfasst hatte und muss sagen, ich habe mich so amüsiert, dass ich dann sofort danach mich gemeldet habe und gesagt habe, da bin ich auf jeden Fall im Boot. Ich hatte auch wirklich große Lust, mal wieder vor Live-Publikum aufzutreten, weil meine letzten Theaterauftritte jetzt nun schon doch über ein Jahrzehnt zurückliegen. Und das macht einfach großen Spaß als Darsteller, diesen direkten Kontakt zum Publikum zu haben. Deswegen habe ich mich über dieses Angebot unglaublich gefreut. Wenn man den Pressetext liest und den Inhalt weiß, um was es geht, dann denke ich mal, sind wirklich auch Parallelen vorprogrammiert, wo man sich vielleicht selber drin wiedererkennt oder sagt, ja, genau so kann es zugehen. Wie sieht es da bei dir aus? Wo erkennst du dich da wieder? Ach, in vielen Momenten. Das ist natürlich wirklich sehr schön, was Luda geschrieben hat. Das kennt jeder Mensch, der je in einer längeren Beziehung war. Das hat natürlich damit zu tun, dass man im Laufe der Jahre in einer Beziehung gewisse Dinge einfach nicht kommuniziert und einfach Dinge immer in die Beziehung hinein implementiert oder impliziert und dann Probleme plötzlich auftreten, wo beide Seiten dann, glaube ich, immer sehr überrascht sind. Wenn man dann kommuniziert, stellt sich sehr schnell heraus, dass diese Sachen wahrscheinlich leicht zu lösen sind. Aber das ist das, was wir alle kennen, was einfach zu Problemen und Auseinandersetzungen in langen Beziehungen führt. Und die sind hier sehr pointiert auf den Punkt gebracht. Und ich glaube, dass sich da jeder Mann und jede Frau, die je in einer längeren Beziehung waren, wiedererkennen wird und sich auch darüber amüsieren kann, weil man sich einfach selbst wiedererkennt und einen Spiegel vorgesetzt bekommt. Ganz genau. Ja, jetzt seid ihr natürlich, wie gesagt, durch die ganze Republik unterwegs in immer wieder kürzeren Blöcken. Das geht ja bis nächstes Jahr. Lässt sich das mit der normalen Arbeit bei dir gut arrangieren? Naja, klar, das sind ja so Sachen, da werden einfach Termine festgelegt und die kommen dann in den Kalender und an den Tagen kann man halt nichts anderes machen. Aber
Wie ich schon sagte, ich hatte große Lust darauf und deswegen habe ich das einfach möglich gemacht im Kalender und freue mich darauf. Es ist auch schön, einfach mal wieder durchs ganze deutsche Land zu touren und wieder verschiedene Ecken kennenzulernen, wo man vielleicht noch nicht war. Und vor allem eben, dass man Leute trifft, die man sonst nie kennenlernen würde, dadurch, dass man einfach auch an kleinere Orte kommt, wo man natürlich normalerweise, wenn man jetzt in meinem Bereich eher beim Drehen, natürlich normalerweise nie hinkommt und dann auch die Möglichkeit hat, vor und nach diesen Vorstellungen direkt zu kommunizieren mit dem Publikum. Genau. Was steht bei dir gerade im Plan sozusagen, was Dreharbeiten angeht oder was ich aussehe? Machst du auch viel Synchron sprechen, ne? Was jetzt ansteht als nächstes bei mir, ich habe letztes Jahr bei einem sehr schönen Low-Budget-Projekt, was eine Situation während Corona behandelt, mitgespielt. Da weiß ich noch nicht ganz, wie die mit der Fertigstellung, also wie weit die mit der Fertigstellung sind, aber das nehme ich an, müsste dieses Jahr dann auch irgendwann mal rauskommen. Sehr hübsche Geschichte. Ich habe letztens in einem Kurzfilm mitgespielt, der jetzt gerade die Festivaltournee mitgemacht hat. Keine Ahnung, wo der dann zu sehen sein wird. Und dann könnte es sein, dass ich Anfang vom Jahr in einem neuen Unterhaltungskonzept fürs Fernsehen, so eine Unterhaltungssendung mitmache, aber darüber darf ich noch nicht sprechen, weil der Cast noch nicht ganz steht und deswegen mal schauen, ob das im Endeffekt dann klappt oder nicht. Wenn es soweit ist, dann würde ich wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres darüber sprechen können. Jetzt im Moment leider darf ich noch nicht. Und alles andere, ja, müssen wir mal schauen, was so passiert. Was das Synchron angeht, das habe ich eigentlich seit Kindesbeinen an betrieben. Habe immer parallel zum Drehen oder eben auch auf der Bühne spielen immer im Synchrongeschäft gearbeitet. Das hat natürlich auch einen familiären Hintergrund. Mein Großvater hat schon in dem Geschäft gearbeitet, hatte eine Synchronfirma. Meine Mutter arbeitet in dem Geschäft. Deswegen bin ich da natürlich als Kind irgendwie ganz natürlich reingerutscht und mache das bis heute. Ja, also, wenn man einmal sozusagen drinne ist, dann läuft es einfach, ne? Genau, richtig. Ja. Und abgesehen davon bereite ich gerade noch eine Solo-Tour vor, eine Lesung, das heißt Liebe und andere Lebenslagen. Das sind Kurzgeschichten von Guy de Maupassant, die ich zusammengestellt habe für ein Abendprogramm und damit werde ich wahrscheinlich auch schon nächstes Jahr parallel zu Lust, Liebe, Lust und Hexenschuss auf Tournee gehen, wahrscheinlich nur sehr wenige verteilte Termine und dann das richtig angehen für die Saison 2025 und dann hoffentlich damit dann eben auch durch ganz Deutschland touren mit dann mehreren Terminen. Ja, wunderbar. Also da ist der Kalender, kann man sagen, doch schon ganz gut gefüllt. Hoffentlich Pläne kommen für die Zukunft auf jeden Fall. Genau. Also es wird schon noch einiges mehr dazukommen, da bin ich mir sicher, ganz klar. Und dann hoffentlich auch mal wieder in entsprechenden Fernsehrollen, sodass man dich auch mal wieder via TV sehen kann. Wir halten die Daumen. Ja, ich denke auch mal da, das gesamte Geschäft ist nicht einfacher geworden heutzutage, oder? Naja, Corona war natürlich ein großer Einschnitt, wie wir wissen. Gerade die Szene in Deutschland hat sich da sehr gut gehalten. Die haben wirklich als allererste auf der Welt ein sehr gutes System entwickelt, um möglichst schnell wieder mit dem Drehen anzufangen. Aber natürlich war da doch sehr viel weniger Arbeit vorhanden. Und der Einschnitt hat mir ziemlich zugesetzt. Muss sagen, ich bin natürlich jetzt auch um einiges älter geworden und ich glaube, es gibt da noch einige Leute da draußen, die mich immer noch im Kopf haben, wie das so ist, als das Letzte, was man gesehen hat oder irgendwelchen Sachen in Wiederholungen von vor 20 Jahren. Und da muss vielleicht dann auch noch ein bisschen Zeit ins Land gehen, bis die Leute realisieren, dass ich jetzt dann doch mittlerweile vom Alter her in ein anderes Rollenfach gerutscht bin. Und ich hoffe, dass dann in der nahen Zukunft doch wieder Sachen auf mich zukommen und neue Herausforderungen, eben dadurch, dass ich jetzt doch ganz andere Rollen verkörpern könnte.
Genau, was wäre es denn für dich so eine klassische Rolle? Oder was würdest du gerne spielen wollen? Ach, ich habe so ziemlich alles in meinem Leben schon gespielt, was man sich vorstellen kann. Aber das ist immer sehr schwierig. Wenn ich das wüsste, würde ich mich einfach hinsetzen und selber schreiben. Deswegen hoffe ich einfach auf die Fantasie oder die Ideen von Verantwortlichen, die mich vielleicht in irgendetwas sehen, was ich mir selber noch gar nicht vorstellen kann. Aber ich würde mich über jede neue Herausforderung ungemein freuen. Ja, ich meine, das ist immer so eine klassische Frage, ist es eher dann der Bösewicht oder der Gute? Ach, Bösewicht macht immer großen Spaß. Ich durfte ja in Okay. letzter Zeit das ein oder andere Mal einen Bösewicht spielen. Da in die drei Fragezeichen war das sozusagen eine unsympathische Figur. Das war jetzt nicht wirklich der Bösewicht. Es war eine sehr kleine Rolle, die dann im Schnitt auch noch noch mal reduziert wurde. Leider, das hat dann einfach zeitmäßig alles nicht mehr hineingepasst, was die Rolle dann doch sehr reduziert hat. Ich durfte aber ein Bösewicht spielen in dem letzten Ostwind-Film. Das hat großen Spaß gemacht, weil wenn man Okay. so einen richtig klassischen Bösewicht gerade bei Jugendfilmen geben darf, die sind natürlich dann meistens doch sehr klischeehaft geschrieben und zwar im positiven Sinne. Und da kann man als Schauspieler natürlich dann dem Affen Zucker geben. Das macht großen Spaß. Aber wie gesagt, ich bin allem offen gegenüber. Wunderbar. Ich würde sagen, jetzt für unsere Zuschauer, Sie sollen alle wirklich mal rausgehen, irgendwo schauen, wo ihr auf Tour seid, zusammen Ja. mit Lou, genau, und dann Liebe, Lust und Hexenschuss einfach mal das Theaterstück besuchen. Es lohnt sich auf Ja, alle Fälle. Lou hat es würde uns angekündigt. wahnsinnig freuen. Und wie gesagt, ich würde mich auch freuen, die Leute, die da kommen, kennenzulernen und eben auch wieder den direkten Kontakt mit dem Publikum mal genießen zu dürfen. Sehr gut. Also wie gesagt, wir sehen uns am 27.11. in Stuttgart im Ja. Varieté, genau. Und dann machen wir da vielleicht eine kleine Fortsetzung nochmal. Würde mich freuen. Das würde mich freuen. Okay, dann danke für deine Zeit und bis dahin alles Gute. Gleichfalls, vielen Dank. Die Zuschauer von YouTube haben jetzt die Möglichkeit, entweder eines der empfohlenen Videos anzuschauen oder gar unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche gute Unterhaltung.